Ist ja schon wieder 3 Uhr. Der Siegeswind weht zu unseren Gunsten. Wir mähen die Frucht wie den Feind nieder. Mäht einfach alles nieder. Ich mähe die Wurst. Es zählt wie das nur Feld. Der Sieg. Sorgen wir dafür. Entschuldigung. Reiter! Was ist das denn für ein Mikrodorf? Beeilung! Achtung! Feindliche Verstärkung ist hier! Oh, er läuft weg von mir. Ich hasse es. Schnell lauf, mein Gefolge! Nette Hüte tragt ihr. Kavalleristen! Antreten! Haltet euch bereit! Kavallerie! Mein Gott, Hund. Wir können nicht arbeiten. Oh mein Gott, du riechst die Orange oder Mandarine oder was auch immer. Hund, wenn du gleich von meinem Bein runterfällst, weil du diese dämliche... Guck hier. Kannst dir anschauen. Ja, Papa hat Ausfall... Papa hat sich erlaubt zu essen, während du geschlafen hast. Papa ist ein Unmensch. Feuer frei! Feuer! Bereit machen! Euer Tod wird mir Freude bringen! Für diese Beleidigung töte ich euch! Beeilung! Los, los! Beeilt euch! Beeilt euch! Schneller! Schwertkämpfer, bereit! Schwerterkamerad wird angegriffen! Es ist soweit! Schwerter gezückt! Berührende Soldaten! Angriff! Schlag zu! Bewegung! Bereit euch! Bewegung! Achtung, Krieger! Verständig wie die Erde! Schneller! Achtung, Krieger! Wie viele habt ihr getötet? Nicht genug! Ist das alles? Kommt, gebt euer Bestes! Bereit! Angriff! Antreten! Pferde bereit machen! Seht, wie sie rennen! Feige! Angriff! Los, los, los! Lauf, lauf! Bereit machen! Schlag zu! Schnell ausrücken! Schneller! Lauf, lauf! Im Eiltempo! Los, los, los! Kavallerie, aufsteigen! Reiter! Tötet sie! Seht, wie sie rennen! Feige! Wappnet euch! Im Laufschritt! Zeigt keine Gnade! Bogen bereit machen! Vernichtet sie! Lasst euren Zorn aus! Bereit machen! Aufpassen! Achtung, Kavallerie!
Unsere Männer fliehen! Bewegung! Bereit zum Aufbruch? Ja, weil es keine Blocker sind. Was machst du denn da unten? Ihr tut euch schwer. Braucht ihr Hilfe? Unfassbar. Ihr könnt reden und kämpfen. Achtung, beeilt euch. Bewegung. Im Eiltempo. Los, los, los. Die Krieger fliehen. Feige Hunde. Bereit. Vernichtet sie. Der feindliche General war uns nicht gewachsen. Aufpassen! Im Eintempo! Beeilt euch! Bewegung! Lauf! Speere zur Hand! Haltet euch bereit! Ich nach! Oh, hat sie noch ihren Debuff nochmal gemacht? Sehr schön. Achtung! In den Kampf! Kämpft! Speere! Es ist soweit! Es ist soweit! Speerträger, bereit machen! Achtung! Haltet euch bereit! Aufpassen! Aufpassen! Lasst euren Zorn auf! Schwerter bereit! Bewegung! Gerüstet! Runter vom Pferd und rein da. Spürt den Zorn der Erde! Waffnet euch! Bereit! Lauf! Hebt die Speere! Bogenschützen! Bereit zum Aufbruch! Schwerter! Bereit machen! Nicht nachlassen! Lauf! Lauf! Antreten! Aufpassen! Die Reinheit flieht, Feiglinge! Speere bereit! In Eiltempo! Ackermund! Oh Mann! Dieser Teil ist weder wie Attila noch wie Warhammer. Aber nett, dass sich Leute noch an Total War Attila erinnern. Wird er eher weniger genannt. Eher kommen die Leute ja mal und sagen, Rome 2. Bereit machen! Haltet euch bereit! Schlag zu! Tötet sie! Kavallerie! Aufsteigen! Die Krieger fliehen! Feige Hunde! Ja, shit, das hätte ich unten einsetzen müssen. Achtung, Krieger! Aufgepasst, Speerträger!
Könnte echt verlieren, weil es mir an Einheiten fehlt. Bereit machen! Aufpassen! Antreten! Beeilt euch! Bewegung! Wappnet euch! Los, los, los! Wappnet euch! Nicht nachlassen! Bereit machen! Bereit machen! Es ist soweit! Haltet euch bereit! Schwerter, bereit! Vernichtet sie! Kämpft! Zeigt keine Gnade! Schlag zu! Ich sehe schon gar nichts mehr wegen der Anzahl der Einheiten. Beziehungsweise der Leichen. Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Bereit! Bereit! Speere zur Hand! Tötet sie! Klingen! Schnell ausrücken! Lauf! Angreifen! Na, schauen wir nochmal Flächenschaden. Bevor du stirbst. Spür den Zorn der Erde! Haltet euch bereit! Unsere Männer fliehen! Wappnet euch! Bogen! Los, los, los! Schießt an den Waffen! Achtung, Krieger! In den Kampf! Es ist soweit! Haltet euch bereit! Beständig wie die Erde! Es ist soweit! Nicht nachlassen! Los, los, los! Lauf! Bogenschützen bereit! Aufpassen! Schnell ausrücken! Lasst euren Zorn aus! Achtung, Krieger! Achtung! Tötet sie! Im Laufschritt! Schnell ausrücken! Bereit euch! Bewegung! Bereit zum Kampf! Lauf! Die Reinheit flieht, Feiglinge! Lasst euren Zorn aus! Angriff! Wappnet euch! Aufpassen! Achtung, runter vom Pferd! Krieger. Es ist soweit! Bereit machen! Schlag zu! Bereit machen! Es ist soweit! Weg da! Nimm ein Tempo! Lauft, lauft! Die Krieger! Bereit euch! Bewegung! Kämpft, Krieger! Fliehen! Feige Hunde! Shit! Kämpft! Achtung! Angriff! Bewegung! Bereit! Ja, jetzt sterben wir, weil wir... Ja. Was ein Abfuck, kann doch nicht wahr sein. Dass den seine dämliche Garnison ihn einfach rettet. Eine Niederlage, doch nicht das Ende. Ach so, das oben beim Tempel, das ist okay. Wenn der den Besitzer nochmal wechselt. Du brauchst einfach ein Katapult. Ja, mit Brandgeschossen ist das Katapult auch total super. Nutzt diese Gelegenheit, bevor wir es uns anders überlegen. Ich muss sagen, für den Moment... weil ich gerade eh gegen ihn keinen Krieg führen kann. Das ist, glaube ich, ganz okay. Lebt wohl. Da habe ich wenigstens bei ihm Ruhe. Scheiße. Ach, der erobert gerade Sun Li, erobert meine
Provinzen zurück, oder? Warum ist sie... Ach so, die Armee war das. Nee, Moment, ich habe gerade von der Kamera falsch geguckt. Nein, alles gut. Angreifen werden nämlich jetzt auch nicht in einer Runde. Der Eroberer kehrt zurück. So. Gonsung-Du zum Vasallen gemacht. Wenn es sein muss. Nö. Du bist sehr reich an Lebensmitteln, wo auch immer die herkommen. Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Ich folge eurem Ruf. So, du sollst kommandieren, hast mich 25% mehr Reichweite auf der Kampagnenkarte. Eure verräterische Zunge ist unerträglich. Aber schön, dass ich wenigstens im Vergleich zu ihm eine ähnliche Stärke habe inzwischen. Also im Vergleich zum Cao Cao. Cao Cao Partie. Da ist das ja schon wirklich edel. Der Eroberer kehrt zurück. Folgt eurem Herz. Falle wird gestellt. So, Hinterhalt steht. Dann bitte mehr Lebensmittel versuchen aufzubauen. Ja, aber wir kümmern uns doch um die öffentliche Ordnung. Ist da alles gut? Ist da alles super? In den Krieg! Möge Gelächter in den Sälen erschallen! Und ihr seid in 3 Runden wieder fit. Das wird schneller sein, hoffentlich, als die Armee da... Das kann nicht sein, dass der mich jetzt angreifen will da. Ein brennendes Inferno. Verheerend und unaufhaltsam. Gibt es eigentlich nur eine Fraktion südlich vom Fluss? Ich habe nur eine südlich vom Fluss bis jetzt entdeckt. Manche Bäume wachsen,
andere sterben. Und ganz andere unbekannte Feinde sitzen Tauben drauf und kacken die auf den Kopf. Gut, dass du dir immer alles durchliest. Von was genau jetzt? Warum sind denn seine Kommandanten denn alle drei fit? Lass Geschoss auf sie regnen. Weil er dran kam und die alle ausgetauscht hat, oder was ist der Plan gewesen? Bogenschützen, haltet euch bereit! Formieren! Der General braucht Hilfe! Erledigt sie! Reiter! Haltet euch bereit! Schwerter, bereit! Abschuss! Minus 10 Moral. Sie laufen weiter in unsere Richtung. Aufpassen! Lasst euren Zorn aus! Vernichtet sie! Von ihm den Buff hier vorne. Ich habe den Türmen schon gesagt, dass sie auf die Generäle schießen sollen. Aber wenn die eh mal hier die Position wechseln an der Front. Warum bleibt ihr denn jetzt stehen und lauft nicht weiter? Aufpassen! Schnell ausrücken! Im Eiltempo! Haltet euch bereit! Los, los, los! Schwerter, bereit! Achtung, Krieger!
Schwerter geschärft! Kämpft! Schlagt zu! Hebt die Speere! Haltet euch bereit! In den Kampf! Zeigt keine Gnade! Kämpft! Im Laufschritt! Speerkämpfer! Euer Einsatz ist beachtlich, aber töricht! Ihr seid so schwach wie eure Worte! Unsere Männer fliehen! Bewegung! Schneller! So, die Dame flieht. Es gibt keine anderen Ziele mehr hier. Aufgepasst, Schwerträger! Bereit machen! Schwertkämpfer! Im Laufschritt! Bereit zum Aufbruch? Lasst euren Zorn aus! Wappnet euch! Schnell ausrücken! Vernichtet sie! So, dass die KI ja selbst schuld, dass sie mich angreift. Und dann stirbt. Achtung, Krieger! Die feindlichen Krieger rennen! Ha! Schwerter! In den Kampf! I have no idea how it works on MacBook. You have to see the specification of this game from Creative Assembly for Mac Tech. Der Himmel hat unsere Leidenschaft belohnt. Lauf zurück zu euren Herren. Wurde gerade gefragt, ob es auf dem Mac laufen würde. Von 2017. Aber ich kenne mich mit Apple gar nicht aus. Ich habe eine Bitte an euch. Wir dachten, das würde eure Zustimmung finden. Ich habe ja inzwischen Krieg mit jedem Vasallen von ihm. Ich muss mir echt meinen Schlafrhythmus wieder zulegen. Der arme Hund, der immer hier wartet, dass ich ins Bett komme. Möge Gelächter in den Sälen der Schale. Regionale Einberufung plus 10% Nachschub. In 15 Runden könnte ich das haben. Wahrsagerrock. Schau in meinen Stoff und ich sag dir deine Zukunft voraus. Schnee. Das ist alles Yuan Shao. Und selbst wenn ich die Stadt belagere, habe ich das nicht. Bereit zum Eilmarsch. Da sind drei Armeen gegen meinen Fraktionsführer. Deshalb sollte ich vielleicht einfach mal abziehen. Haltet es kurz. Warum seid ihr alle so... Punkt, Punkt, Punkt.
zur Erob... Mein Herr, ich werde danach streben, euren Wunsch zu erfüllen. Der Eroberer kehrt zurück! Ach, doof. Wenn ich die direkt tauschen will zu was anderem, klappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Beseitigt Zweifel. Zurück in Ausgangsstelle. Vorsicht, hemmt das Verlangen des Herzens. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat. Ach, ich bin einfach zu arm. Bleibt ruhig, um Kräfte zu sparen. Er zwingt nicht das Unmögliche. Und rekrutiert einen einzigen, der gar keinen Bock hat, rekrutiert zu werden, beziehungsweise unzufrieden ist. Nächste Runde kriegen wir plus 25. Plus 10 Zufriedenheit fraktionsweit. Wenhui, du bist cool. Sich auf die Steuerbefreiung. Also irgendwie halte ich das alles schon stabil. Passt euch an, um handlungsfähig zu sein. Ach, weil ich den bewegt habe, habe ich den Musterungsbonus nicht mehr. Gehorcht eurem Herz! Weil ich ihn ja ein Stück runter bewegt habe. Bleibt ruhig. Damit er nicht oberhalb der Stadt steht, wo die Feinde direkt sind. Wir müssen unser Bündnis brechen. Doof. Warum? Du magst mich doch. Aber vielleicht können wir so in die Koalition endlich mit unseren Verwandten gehen. Warum ist das eigentlich derjenige? Der immer für uns war. Ihr habt das Wort. Ansui, wo ist der überhaupt? Du bist das. Was wollen wir besprechen?
In den Krieg! Marschiert vorsichtig! Nee, dass die Penner wollten mich abfangen. Unmöglich. Nicht möglich. Aber so nicht, mein Freund. Gehorcht eurem Instinkt! In den Krieg! Da kommt nochmal ein Unterstützungstrupp und dann war's das, dann ist das in Ordnung. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat! Möge Gelächter in den Sälen erschallen! Für China! Na toll. Wird gestellt. Naja, wenn er kommt, dann fürchtet niemanden. Könnt ihr wenigstens einen auf den Deckel bekommen. Wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat. Das wird nicht passieren. Der Eroberer kehrt zurück. Zu den Waffen. Rücken vor! Lagern! Schlag das Lager auf! Ach, verdammt. Der wird gerade zurückgezogen von hier. Dann müssen wir hier einmal die Steuerbefreiung machen. Klaas, bitte. Es ist 3 Uhr morgens. Muss eigentlich nie schlafen. Ein Toast auf China. Tugend erzeugt Recht. Bedenkt den Weg. Marschieren! Als Einheit. Ich bin der Speer des Rechts. Für die Ordnung. Ach so. So, jetzt geht's auch wieder. Jedenfalls für 1-2 Runden. Ach, da war der hingegangen. Eurem Instinkt. Ausgangsstellung. An die Waffen. Im Namen von China. Das werde ich nie verstehen, ey. Der hat gerade das Ding eingenommen. Garnison zu 100% vorhanden. Kriegst die Krise. Und ich weiß, dass Gongo-san auf jeden Fall hat hier, wie heißt das? Sao, schieß mich tot. Der hat die Möglichkeit, dass die Garnison sofort wieder voll vorhanden ist. Verschwendet nicht Leidenschaft und Eifer. Sie sind eine Plage für ganz China. Beziehungsweise nicht mal sofort zu 100%, sondern dann ist die Rekrutierungsrate schneller.
Aber hier ist der, der reingeht und sofort 100% der Garnison da sind. Es ist halt einfach nur Verarsche. Oder da zwei Runden drinsteht und die Garnison da ist. Das ist die Krise. Dann hoffen wir mal das Beste. Waffnet euch! Achtung, Krieger! Befehle! Stimmt! Bereit zum Kampf! Schießstangenwaffen bereit machen! Antreten! Los, los! Antreten! Schwerter! Antreten! Schwertkämpfer! Schnell ausrücken! Kavallerie, antreten! Beeilung! Beeilt euch! Achtung! Beeilung! Bereit machen! Im Laufschritt! Bereit machen! Keine Gnade! Auf sie! Schlagt sie nieder! Lasst eure Wut aus! Boah, jetzt bleibt doch nicht stehen, sondern rennt doch mal! Oh ja, bitte. Bleibt. Macht euch keinen Stress, ey. Am besten lasst euch einzeln kaputt schießen. Scheiße. Ja, die waren vorher nicht sichtbar. Egal, was ich jetzt mache, das ist eigentlich scheißegal. Weil nächste Runde wird der Penner einfach durchziehen. Also die Armee wird von vorne kommen und wird mich halt wieder mit meiner Truppe auseinandernehmen. Deshalb ist gerade nicht so optimal. Sollte ich lieber versuchen, so einen Hinterhalt zu stellen. Wobei Hinterhalte irgendwie je nach Armeekonstellation immer so ganz toll funktionieren. Ich hab Code Geass schon fertig geguckt. Angreifen! Achtung! Spürt den Zorn der Erde! Vor ein paar Tagen. Bogenschützen bereit! Abschuss! Kavallerie! Angreifen! Lasst euren Zorn aus! Vernichtet sie! Nicht nachlassen! Unser Sieg ist nah! Bereit machen! Zeigt keine Gnade! Lasst euren Zorn aus!
Aber war ganz nett. Munition ist alle. Die Kavallerie beim Vorbeilaufen geflohen ist, ey. Nichts ist schlimmer als Soldaten, die kein Gehorsam haben. Dämliche Miliztruppe. Feiern wir unseren verdienten Sieg. Nehmt alles Brauchbare. Für China. Nicht möglich. In den Krieg. Seid bereit zum Aufbruch. Zurück in Ausgangsstellung. Sammelt eure Kräfte. Also das war von mir so gewollt. Aber ich kann das eh nicht die Runde halten. Kann mich auch zurückziehen, nachdem ich das geplündert habe. Verbreitet Ruhe. Das wird nicht passieren. Fördert Weisheit. Mir ist vorhin aufgefallen, dass er sogar für seine Miliz weniger zahlt als ich. Weise. Ah ne, stimmt gar nicht. Da bin ich wirklich etwas billiger. Günstiger.